Morgen, Leute. Montagmorgen, Zeit für den Rückspiegel. Warum ich so lache, ist, weil Melli gerade zu Gold gewunken hat. Ich weiß gar nicht. Egal. Wie immer, wir wollen mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam gut an, was kam nicht so gut an? Die Woche haben wir etwas mehr News und so auch News in den Beiträgen, denn wir haben etwas weniger gespielt als sonst. Warum? Kommt zum Ende des Videos. Wie immer fängt mal Melli mit einer News der Woche an. Ja, und die News der Woche natürlich für mich oder für uns als Katzenfan ist wohl, dass Calico bei Ravensburger kommen soll. Ich bin ja schon seit Beginn des Kickstarters sehr gespannt drauf. Wird es eine deutsche Umsetzung geben? Und ja, die gibt's. Und ich freue mich schon richtig bolle drauf. Es ist ein Katzenspiel. Es wird wieder gepuzzelt und sieht zuckersüß aus. Genau, bin auch echt gespannt. Ich dachte, es käme woanders. Jetzt kommt es bei Ravensburger. Hat mich schon so ein bisschen überrascht. Meine andere News der Wochen sind, Cosmos hat sein Line-Up vorgestellt und es sind auch wieder echt ein paar coole Titel dabei. Zum einen ganz groß, es gibt jetzt eine neue Version oder eine neue Edition, es ist eine Erweiterung. Zu The Crew, und zwar Mission Tiefsee. Ja, also finde ich cool. Ich bin gespannt, was sich da einfallen lassen, um das Ganze noch ein bisschen zu drehen. Es gab ja auch in letzter Zeit so ein paar Stichspiele, die so ein paar Sachen anders gemacht haben. Bin sehr gespannt. Dann wird Jäger der Nacht wieder neu aufgelegt werden. Ich verlinke das unten alles in den Shownotes. Da könnt ihr dann sehen, was so Cosmos Neues bringt. Denn wenn ich mich richtig gesehen habe auf Instagram, ist das für alle frei zugänglich. Da gibt es ein richtig fettes Line-Up für nächstes Frühjahr. Also wir sind auf das nächste Frühjahr richtig gespannt. Jetzt kommt's aber zum Antwörtchen der Woche. Und zwar, ich bin vorbereitet diesmal. Wir haben ja letzte Woche gefragt, Schnäppchen. Machen gute Schnäppchen ein Spielkauf einfacher und... Die Frage war eher, ja, macht ein Schnäppchen ein schlechteres Spiel zu einem guten Spiel? Oder so. Okay. Ich wollte es halt verschönern. Genau, und die Antwort der Woche und gleichzeitig die Gewinnerin, so viel kann ich mal vorwegnehmen, von diesem Spiel ist Claudia Kirmes. Schnäppchen sind schon sehr verlockend. Widerstehen kann ich eigentlich nur dann, wenn die Rezensionen schlecht sind, das Thema mir nicht gefällt oder es ein Oberkracher ist. Oder es ein Oberkracher ist, für den man sehr viel Zeit und Menschen, die Spiele fanatisch sind. Also leider werde ich zu oft schwach. Das trifft nämlich auch sehr gut auf uns zu. Ich werde auch immer sehr oft schwach. Und vor allem werde ich oft schwach, wenn ich dann was sehe. Nee, ich werde nicht schwach, sagen muss, ich ärgere mich immer tierisch, wenn ich was sehe. Zum Beispiel gab es mal eine ganze Zeit lang Aquasphere für einen Apple und ein Ei bei verschiedenen Online-Händlern. Und ich habe es nie gekauft und dann irgendwann war es out of print, kostet 60 Euro. Oh Manu. Egal. So, Glückwunsch an dich. Uns. Schreib uns bitte unten in die eingezeigte E-Mail eine E-Mail und du kriegst das Spiel zugeschickt. Genau. Frage die eingezeigte E-Mail eine E-Mail. Ja, Mann, es ist früh morgens. Ja. Und die Sonne scheint, wir haben einen richtig tollen Tag. Wow. Okay, Frage der Woche. Ganz explizit mal was anderes oder ja, habt ihr noch andere Hobbys neben dem Brettspielen? Und ja, viele fragen uns, oh, ihr seid ja hier so fett drin und keine Ahnung, bla bla bla. Macht ihr denn was anderes außer Brettspielen? Ja, machen wir tatsächlich. Eins der schönen Hobbys, die wir noch nebenher haben, ist das Kochen. Das gemeinsame Kochen, weil wer spielt, der muss auch gut versorgt sein. Hier, das sieht man ja auch. Deswegen habe ich heute so einen schicken gelben Pulli, da sieht man die Wampe nicht. Ja, wir kochen ultra gerne, es ist immer lecker und natürlich auch ein Nebenprodukt vom Brettspielhobby. Außerdem gehe ich selber noch tanzen. Line Dance ist momentan natürlich dank oder wegen der Situation nicht möglich. Deswegen wird noch mehr Brett gespielt. Was soll's? Aber jetzt wollen wir einfach von euch wissen, habt ihr denn noch andere Hobbys außer das Brettspielen? Und wenn ja, schreibt's unten in die Kommentare rein. Das wird uns schon ganz schön interessieren. Ja, richtig. So, fangen wir mit unserer Brettspielwoche an. Am Montag haben wir nämlich weitergespielt Pandemic Legacy Season Zero. Das haben wir letzte Woche ja schon vorgestellt. Jetzt sind wir quasi in Spiel Nummer 5, wenn man den Prolog oder das Tutorial mit dazu nimmt. Und es ist und bleibt bis jetzt ein Top-Spiel, wirklich. Also die Mechanik ist so ein bisschen so ein Mix aus dem ersten Pandemic. Sie haben ein paar coole neue Sachen dazu gemacht. Ich möchte nichts spoilern. Prinzipiell, was man sagen kann, ist halt, es geht jetzt darum, dass wir versuchen, einen Virus, der produziert wird, oder die Produktion des Virus zu verhindern. Und das Coole ist, dass man da so Einsatzteams bauen kann, die dann halt Würfel wegnehmen können oder halt Agenten wegnehmen können. Und aber wie das Ganze funktioniert, auch mit der mit dem Element vom Spiel, was man da so machen kann. Ja, man kann danach irgendwie so cool seinen Charakter pimpen und ich darf ja nicht spoilern, obwohl ich so gerne nur drüber reden würde.
Es ist echt großartig. Also wenn ihr auf sowas Lust habt, dann auf jeden Fall das anschauen. Ich bin echt gespannt, denn heute geht's wieder weiter mit Pandemic. Ja, am Dienstag war unsere Dienstagsrunde angesagt. Ach Mann, und am Mittwoch die Mittwochsrunde? Nein, am Nein? Mittwoch bin ich eigentlich tanzen, aber okay. Dieses Mal nicht. Ja, am Dienstag haben wir Atlantis Rising auf den Tisch gehabt. Ja, es ist ein kooperatives Spiel. Es ist sehr thematisch natürlich angelegt. Atlantis ist ja jedem ein Begriff. Diese Stadt ist irgendwann mal untergegangen, ne? Wie Scheinbar. Wir mitbekommen haben. Ja, und wir wohnen in dieser Stadt. Wir sind Atlantianer und wohnen in dieser Stadt und müssen eben das verhindern, dass Atlantis mit seinen Bewohnern untergeht. Und dazu müssen wir Aufgaben erfüllen. Wie schon gesagt, wir spielen kooperativ. Wir haben hier fünf verschiedene Einsatzfelder, waren es, glaube ich. Mhm. Das ist also ein Mittelpunkt und da gehen so Ärmchen raus und da setzen wir unsere Arbeiter drauf. Und das Tolle ist, wir spielen eigentlich immer alle gleichzeitig und gemeinsam. Wir setzen hier unsere Männchen ein, wir müssen natürlich miteinander kommunizieren. Was wollen wir denn machen? Wo wollen wir Ressourcen holen? Der Kniff ist dabei aber Würfel. Ja, und jemand, wo schlecht würfelt, der kriegt halt keine Ressourcen, weil viele Ressourcen fangen eben erst bei 4 oder 5 an, dass man hier was bekommt. Wir müssen also Ressourcen holen, manches muss man umtauschen. Man kann noch solche Karten erwerben, die einem noch helfen während dem Spiel. Die sind wirklich sehr sinnvoll, kann ich sagen. Ja, und dann versucht man eben gemeinsam diese Aufgaben zu lösen. Manche Haben Aufgaben. Wir gut gemacht, übrigens. Ja, mega, mega. Also wir waren richtig dran hier. Und ja, wir können dann Aufgaben lösen, die geben uns manchmal einen Einmaleffekt oder wir kriegen wieder neue Einsatzfelder, die wir dann wieder sinnvoll nutzen können. Und Ende vom Lied ist, wir müssen halt gucken, dass wir so schnell wie möglich alle schaffen, diese Aufgaben erfüllen. Und dann gibt es noch dieses große Gate, das wir dann gemeinsam öffnen müssen mit unseren Atlantianern, nee, unseren Hauptmännern. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir gewonnen und wir können die Atlantianer alle evakuieren. Wir haben das Spiel gewonnen und die Stadt geht trotzdem unter. Genau, also Atlantis können wir nicht retten, aber wir retten die Bevölkerung. Und das, auch so ein Kniff ist halt, dass die Stadt oder Atlantis immer kleiner wird. Also jede Runde ziehen wir Karten, dadurch wird die Insel immer kleiner, es verschwinden Einsatzfelder, das macht das Ganze schwieriger. Dann kann man sagen, ich poke und gehe ganz unten auf so ein Einsatzfeld. Aber wenn es vorher, also bevor wir was machen dürfen, verschwindet die Insel. Ich fand es sehr spannend. Das Ganze kommt auf Deutsch bei Skellig. Momentan kann man das Ganze auch auf Kickstarter unterstützen. Da kann man auch gleich die Erweiterung dazu nehmen. Also wenn euch das jetzt so anspricht, kooperatives Spiel mit Würfeln, bis zu 7 Spielern, muss man dazu sagen. Und mit jetzt noch einer Erweiterung, dann schaut mal auf Kickstarter rein. Da könnt ihr das Ganze gerade unterstützen. Ja, dann mach doch du weiter mit dem Mittwoch, weil eigentlich wäre ich ja tanzen gewesen. Ja, Mittwoch haben wir Besuch vom Stefan und seiner Lebensgefährtin, genau. Die spielen nicht so viel, aber sie hat mich mal, wo sie uns letztens besucht hatte, angesprochen auf Killer Cruise von Sebastian Fitzek. Sie hat das in der Zeitung gelesen und gesagt, komm, dann kommt ihr mal vorbei und wir spielen das Ganze zusammen. Haben wir dann auch gemacht. Killer Cruise haben wir auch schon mal vorgestellt. Es ist halt wieder ein Sebastian Fitzek-Spiel. Es ist auch kooperativ. Wir versuchen gemeinsam den Killer ausfindig zu machen. Dafür laufen wir überall zu einem Schiff. Die Schiffe haben Räume, die können wir öffnen, indem wir eben 2 Schlüssel immer abgeben. Wir haben Handkarten. Wir können noch einen Schlüssel in die Tischmitte legen oder auf das Schiff legen. Der ist dann für die anderen frei zugänglich. Und dann kriegen wir ganz unten, wenn wir nach 2 Räume geöffnet haben, kommt immer so ein Hinweis. Da steht dann zum Beispiel, der Killer ist auf der linken Schiffshälfte oder der Killer ist maximal 4 Räume entfernt von diesem Raum. So kann man nach und nach, so nach dem Ausschlussprinzip eben, den Killer lokalisieren und irgendwann im Spiel, bevor der Killer alle Passagiere getötet hat oder auch zu viele von uns erwischt hat, dann sagen wir einfach, okay, wir möchten lösen und sagen, der Killer muss hier sein. Dann gibt es so eine kleine Tabelle, dann ist der Killer da oder nicht. Ist er da, haben wir gewonnen. Wir haben 2-mal gewonnen, oder? Einmal, glaube ich, nach 4 Runden oder also so. Also das erste Mal super schnell und beim zweiten Mal haben wir echt gepokert. Also da hatten wir so eine 50-50 Chance und wir wussten, okay, wenn wir nächste Runde einen Killer ziehen, dann macht er auf jeden Fall den letzten Passagier platt und das dann raten wir lieber. Ja. Und es hat halt gestimmt. Das hat wieder echt Spaß gemacht. Mega, und ich finde immer noch, das ist das beste Spiel aus der Fitzek-Reihe. Also das ist besser als das Safe House, besser als das Würfelspiel. Das ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern das macht auch einfach
immer wieder Bock. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Auch richtig, richtig cool. Am dann Mittwoch, macht man den Donnerstag mit unserer Donnerstagsgruppe. Ja, Angelo hat jetzt mal den Mittwoch noch vollends übergangen. Was soll? Steht da noch was am drauf? Mittwoch war natürlich noch ein anderes Highlight angesagt. Wir haben mal wieder Trails of Tucana gespielt, haben das natürlich in unserer Gruppe gepostet und alle haben gesagt, oh mein Gott, das war so cool im Frühjahr bei dem großen Shutdown. Und jetzt haben wir ja gerade einen Light-Shutdown. Vielleicht haben wir es deswegen auf den Tisch gebracht. Die Susanne war so dermaßen begeistert, dass sie gleich gesagt hat, so, oh du Stefan, das holen wir uns aber auch, ne? Und zack, haben sie es am nächsten Tag wohl gleich bestellt. Trails of Tucana kennt ja schon fast jeder von uns hier. Wir werden mal schauen, dass wir hier wieder mal eine Online-Runde auf die Beine stellen. Ihr werdet es dann erfahren und dann können wir mal wieder gemeinsam die große Insel erforschen. Isla Grande? Isla Grande, nicht ja. Isla Petit. Nee, Petit ist ja klein. Okay, dann. So, jetzt Donnerstag. Dann mach ich mir Donnerstag. Donnerstag war Kira zu Besuch. Wir haben Anno 1800 gespielt. Das wollte sie unbedingt noch sehen. Und wir hatten das auch noch vor, einige Male zu spielen, weil ich es ja auch in meiner Top 3 hatte, auf Platz 1 sogar. Und es war wieder großartig. Es ist von Martin Wallace. Er ist eigentlich auch für so sehr große und komplexe Spiele bekannt. Und Anno würde ich auch eher in die komplexere Schiene stecken, bringen. Sagt man da? Ja. Egal. Einkategorisieren. Genau. Im Grunde sind die Regeln sehr einfach und die Mechanik ist auch sehr einfach. Also ich kann also eine Aktion von 4 oder 5 unterschiedlichen machen. Und in der Regel sammle ich halt einfach Ressourcen auf meiner Insel, die ich da produziere. Ich habe Arbeiter. Zum Beispiel gehe ich mit einem grünen Arbeiter in ein grünes Gebäude und kann da Weizen produzieren. Um Bier als neue Ware zu bekommen, brauche ich jetzt aber vielleicht noch irgendwie Kohle. Also nehme ich einen anderen Arbeiter, setze den auf Kohle und zack, kann ich mir so ein Plättchen nehmen und habe ab jetzt Bier. Und mit dem Bier kann ich mir halt immer mehr von diesem Technologiebaum freischalten. Und wie das Ganze so miteinander verzahnt ist, weil man möchte halt immer die höheren Technologien kosten, natürlich mehr Sachen. Da braucht man bessere Arbeiter, die kriegt man, indem man das umtauscht. Und das ist echt immer ein wahnsinniges, ich sag mal, also das macht halt total Spaß. Mit, wo gehe ich hin? Ich möchte diesen Wagen haben. Oh, da brauche ich Bier. Dann muss ich Bier machen. Dann hast du 5, 6, 7 Züge. Du willst immer alles machen. Und du hast aber nur einen Zug. Genau, dann machst du das. Ich muss wieder warten. Und während man wartet, vergisst man wieder, was man machen wollte, weil man dann schon wieder neue Wege erforscht hat. Keine Ahnung. Und natürlich versucht man ständig seine Handkarten runterzuspielen, loszuwerden. Weil das Spiel endet ja, sobald ein Spieler all seine Handkarten weg hat und dann ist das Ende eingeleitet. Und am Anfang denkt man sich, ah ja, in 5 Runden sind wir fertig. Und auf einmal hat man 15 Karten auf der Hand und denkt sich, wie kriege ich denn die alle los? Das habe ich auch wieder mittendrin gedacht. Dachte, Alter, die kriege ich ja nie los, diese Karten. Aber es funktioniert. Es ist wirklich ein grandioses Spiel. Ja. Wir haben jetzt auch wieder einen Ticken länger gespielt. Aber es ging, wir haben also um die gute zwei Stunden. Aber es kam nie Langeweile auf und ich hätte die ganze Nacht durchspielen können. Wir hätten gleich nochmal spielen können. Also Anno, für alle, die ein bisschen komplexere Spiele spielen wollen. Und es hat auch, es fängt so ein bisschen das Flair vom Spiel gut ein. Also ich mag's sehr gern. Ja, ich auch. Okay. Am Freitag. Warum haben wir nicht so viel gespielt? Vorab eine kleine Geschichte. Wir haben ja zu Beginn von Corona uns entschieden. Guck mal kurz auf mein Zettel, ob da eine kleine Geschichte draufsteht. Ja. Nein, Melanie. Steht sie. Zu Beginn von Corona haben wir ja uns entschieden, so ein bisschen umzubauen. Und das haben wir gemacht. Und da haben wir dann im Mai eine Tür bestellt. Und im September haben wir sie dann nach 18 Wochen storniert, weil sich immer noch nichts getan hat. Dann haben wir sie nochmal bestellt und nach sage und schreibe 6 Wochen haben wir sie geliefert bekommen. Und die haben wir jetzt am Freitag eingebaut. Eine schöne große Glastür in unseren neuen Spielebereich. Nachdem die Glastür drin war, haben wir den Freitag, Samstag natürlich ordentlich weitergeschafft und noch Boden verlegt und, stimmt überhaupt nicht mit meiner Liste überein. Was du hast gesagt, das müssen wir doch erzählen, warum wir da ein bisschen weniger gespielt haben tatsächlich am Wochenende. Okay. Und nichtsdestotrotz hin und her, bla bla bla, tralala. Wir haben jetzt eine Tür, wir haben jetzt einen geilen Boden, noch ein paar kleine Sachen müssen gemacht werden. Abends waren wir natürlich platt und haben nur noch was Kleines auf den Tisch gebracht. Jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Was heißt Kleines? Ja, das ist die kleine Schwester oder der Bruder von Rajas oder Rajas of the Ganges, the Diced Charm. Schreib mal bitte rein, ob das Rajas oder Rajas heißt. Der R of the Ganges. Ja. Haben wir dann am Freitag auf den Tisch gebracht und was soll ich sagen, es ist so absolut vertraut und macht mega Spaß, oder? Kannst du doch mir zustimmen. Ich habe ja gewonnen, mir hat es echt gefallen, ja.
Wir haben das am Dienstag schon mal ausprobiert, da bin ich dann eingepennt, und aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach unendlich müde war. Aber ja, wir kommen heute auf den Freitag zurück. Ja, es ist vertraut, sagt Melli, und warum? Es gibt genau die gleichen Aktionen wie im großen Spiel. Ja. Ich kann eben Wege von meinem Palast wegbauen, ich kann Waren kaufen und verkaufen, ich kann mit dem Boot fahren, ich habe wieder diese, sind das diese Edelmänner-Leute? Ja, die Palastmänner. Genau, und man würfelt halt die Würfel, der Startspieler sucht sich einen, es sind immer zwei Würfel jeder Art, also von Wege bauen, Schiff fahren. Wenn der Startspieler sich jetzt entscheidet, Schiff zu fahren, nimmt er den anderen Würfel raus und legt ihn weg, den kann man dann mit dem Karma als andere Spieler auch noch mit benutzen. Ja, die Aktionen sind vertraut, man baut halt jetzt so Kettenzüge wieder, das gefällt mir bei Roll & Rides echt gut. Man hat halt, wenn ich jetzt einen Weg baue, dann kann ich halt irgendwann nicht hinten ankommen, wie beim großen Reihers, dann kriege ich was, ich darf einen Doppelzug machen, wenn ich das bekomme, bekomme ich das. Es ist schön. Es ja, ist wirklich mega. Ihr habt einfach nur 20, 25 Minuten abends Zeit und ihr habt so ein kleines Rajas auf die Ganges Gefühl. Ich finde es echt ein tolles, gelungenes Roll and Ride. Im Gegensatz zu Trois Dice, was uns ja gar nicht gefallen hat. Ja, ist das tatsächlich, das hat direkt richtig gezündet. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich könnte es direkt wieder spielen. Und wir machen eine Anno und Rajas Nacht. Eine Dreiersnacht. Genau. Ja, und wie gewinnt man das Ganze? So wie beim großen Bruder, Schwester nämlich auch. Wir haben hier einmal die Siegpunkte und hier haben wir das Einkommen. Und sobald die zwei sich überschneiden, hat derjenige gewonnen. Wenn zwei es gleichzeitig oder mehrere es gleichzeitig schaffen, dann hat eben der gewonnen, wo mehr Überschneidung geschafft hat. Richtig. Ich war also, jetzt ziemlich auf den Fersen. Es ist wirklich, es fühlt sich genauso an. Es ist halt nur schneller runtergespielt. Mir hat es wirklich gut gefallen. Gut, dann machen wir mit Samstag weiter. Melli hat es vorweggenommen. Samstag haben wir von früh morgens bis abends in unserem so Spielescheuer gearbeitet. Wir haben jetzt den Boden noch verlegt, Heizung reingemacht, also Fußbodenheizung. Aber wir wollten abends irgendwas machen, was mit Brettspielen zu tun hat. Und zwar haben wir einen Dice Tower aus Klemmbausteinen zugeschickt bekommen und den haben wir aufgebaut und da werde ich jetzt gleich ein paar Bilder einblenden. Es ist halt wie ein Produkt, dessen Namen ich jetzt nicht nennen muss, also Klemmbausteinhersteller, und man hat da oben eine Öffnung im Dach und dann rollt der Stein oder der Würfel in so einer Treppe runter und kommt unten raus. Also wer einen Dice Tower will, ich fand das total eine lustige Idee, dass man halt hier so aus diesen Klemmbausteinen einen Würfelturm baut. Die Firma, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, ich blende es unten gleich wieder ein. Irgendwas mit Game. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, egal. Die haben jetzt nämlich auch gerade einen Kickstarter am Laufen. Da gibt es nämlich so einen großen Wizard Tower. Das ist noch größer, das Ding. Ihr könnt das Ganze auf Kickstarter unterstützen, wenn euch das interessiert. Ich fand die Idee ultra lustig und ich überlege schon, ob ich mir nicht diesen Wizard Tower auch noch hole. Also wenn du es nicht machst, ich weiß, was macht. Wir bauen gerade sowieso sehr gerne Klemmbausteine zusammen, aber ich glaube, das ist so ein Nebenhobby von vielen Brettspielern, habe ich ja tatsächlich schon auf Twitter gesehen. So. Also da wird auch immer geklemmbausteint und es macht irgendwie voll Bock. Es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, Entspannung. Ich glaube so generell, man ist jung, dann spielt man viel, dann kommt so diese Phase, wo man halt irgendwie alles andere macht, Party und irgendwas, und dann wird man irgendwann wieder alt, so wie wir das scheinbar jetzt sind. Und dann bin ich kommt, alt. Dann rutscht man wieder so runter in die alten Gepflogenheiten, dann ist man wieder nerdig und geekig, es ist auch wieder cool, nerdig zu sein. Ja. Egal. Sonntag waren wir bei Mellys Eltern und haben vieles gespielt, aber eins davon war besonders cool. Ja, und zwar Anansi. Das ist ja jetzt beim Heidelberg rausgekommen. Es ist wieder so eine glänzige, fancy Box, diesmal aber in Pink. Und ich hoffe, Angelo erzählt jetzt nicht schon wieder die Geschichte, um was es geht. Ihr müsst aber auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel im Laden seht, lest die Rückseite durch. Ich finde die für ein Kartenspiel, mich hat die angesprochen. Ja, auf jeden Fall, denn Anansi hat Geschichten gesammelt und hat dann gemerkt, dass Wissen allein nichts hilft und deswegen möchte er seine Geschichten mit allen teilen. Das war die kurze Zusammenfassung. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Ja. Und so ist er auch im Spiel. Ja. Ein Stichspiel. Genau, danke. Bitte. Also, Anansi ist ein Stichspiel mit Geschichte. Vielmehr werden hier Geschichten erzählt. Das heißt, man macht mit diesen Stichen einen Geschichtenstapel. Dazu gibt es eben den Kniff. Wir haben natürlich wieder Karten auf der Hand. Es gibt drei verschiedene Farben. Und wir haben hier noch drei Tiere liegen. Es war Schlange, Leopard und das andere fällt mir gerade nicht ein. Das sind eben diese drei Farben. Ah, Hornis.
Hornis. Das sehe ich gerade, Hornis hier. Ich dachte Schwein. Hornis. Oder? Nein, Hornis. Und die liegen aus und da liegen halt zu Beginn zwei Karten aus und das ist sozusagen Trumpf. Und irgendjemand spielt eine Karte an, bedienen ist nach wie vor Pflicht. Wenn man nicht kann, kann man auch Trumpffarbe spielen und dann gewinnt eben derjenige, wo die höchste Trumpffarbe gespielt hat. Und dann hat man so einen Geschichtenstapel vor sich, was in diesem Moment noch nichts bringt. Jetzt muss man nämlich noch eine Karte geschickt mal ausspielen. Und zwar legt man die quer vor sich hin. Diese Karten haben nämlich so kleine Köpfe an der Seite drauf. Ja? Die Zuhörer. Das sind die Zuhörer. Und es gibt Karten mit 0, 1 oder 2 Zuhörern. Man legt die eben hin und versucht jetzt solche Zuhörer für sich zu gewinnen. Dabei muss man eben ein bisschen drauf achten, dass man etwa... Also, am besten wäre es natürlich, wenn man genauso viele Geschichten hat wie Zuhörer, dann bekommt man nämlich diese Zuhörer nachher als Punkte noch gut geschrieben. Jeder Zuhörer ist ein Punkt wert. Und man kriegt noch so eine runden Wertungskarte. Die gibt's dann in 2, 4 und 7 Punkte tatsächlich. Und da versucht man halt, wann spiele ich was? Wann kann ich den Trumpf ordentlich für mich nutzen? Oder, oh mein Gott, jetzt habe ich nur noch Trumpfkarten. Wie komme ich wieder aus dieser Geschichte raus? Und es macht echt richtig Bock. Es ist mal wieder echt ein cleveres Stichspiel, was halt was anders macht, trotzdem zugänglich ist und schnell runtergespielt, was ich bei Stichspielen immer gern mag, wenn die jetzt nicht zu lang und zu ausführlich sind. Und ich muss sagen, generell mag ich ja gar keine Stichspiele, aber das hat mir jetzt echt... Nee, du verstehst sie meistens. Ja, ich verstehe sie meistens. Deswegen aber mag ich so langsam wird's. Aber so langsam verstehe ich sie, auch wenn ich manchmal was ausspiele, obwohl ich das nicht dürfte, weil ich ja bedienen muss. Ja. Egal. Anansi, ein cleveres, schönes, neues Stichspiel im neuen Heidelbeer Fancy Glitzer Look. Ja, ja. Das ist so Coyote Spice, die waren da schon so... Ja. Und das ist auch so... Total pink und glitzerig und bunt. Also wenn ihr ein Stichspiel sucht, was neu macht und cool ist, Anansi anschauen, das ist echt cool. So, ja, das war's. Das war's jetzt wirklich von uns. Wir haben doch trotzdem einiges gespielt. Wir haben viel erlebt diese Woche. Ich habe Muskelkater in den Pobacken vom am Boden rumkriechen, sage ich euch. Ja, schön, toll. Wollten wir alle wissen. Wir haben hier noch einen Gewinner, die Claudia Kirmes, die sollte sich bei uns melden, dann kriegt sie Yokai zugeschickt. Ansonsten, ich bin mir nicht sicher, ob Claudia schon mal was bei uns, keine Ahnung. Namen aber vor, ja, so ist halt so. Halt. Wir losen das zufällig aus. Wer kommt, der kriegt. Genau. Wer kommt, der kriegt. Das sollte doch das Stichwort heute für unser Schlüsschen hier sein im Rückspiegel. Deswegen bleibt verspielt, schreibt in unsere Kommentare rein. Hobbys neben dem Brettspielen würde uns echt brennend interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, ciao und bleibt gesund. Ciao. Ciao. Seit wann machst du den Abschluss? Hab ich jetzt gemacht?